Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Willkommen auf der Promod 2.46 und willkommen in... Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge... Ich muss aber mal meinen Ton losmachen, sonst höre ich mich doppelt. Ja, und zwar in Schottland. Ja, ihr hattet ja das letzte Mal gesagt im Livestream, Maximus, wo könnten wir hinfahren? Oder ich habe besser gefragt und ihr habt gesagt, Schottland. Der Maximus hat ein neues Overlay. Ich hoffe, dass es so ein bisschen läuft, aber irgendwie sieht das ein bisschen ruckelig aus. Ist das normal? Sonst mache ich das Overlay nämlich aus. Bodhi, Markus ist da, grüßt euch. Der Chan, der Tim und Patrick, Alexander und Felster, grüßt euch. Irgendwie wirkt das ein bisschen ruckelig. Ja, das ruckelt auch hier bei mir so. Sieht ja scheiße aus. Also, ich habe mal heute ein bisschen mein Overlay ein bisschen bearbeitet. Aber die Namen sind ein bisschen ruckelig. Ja, vielleicht spielt sich das alles noch so ein bisschen ein. So, ich grüße erstmal alle, die da sind. Der Trucker ist auch da. Wir werden jetzt erstmal auf die Karte gehen, euch zu zeigen, wo ich bin. Also, ich bin hier oben auf so einer kleinen Insel in Schottland. Und ihr könnt ja mal sagen, welche Insel. Wie heißt denn diese Insel? Das ist aber komisch. Der Twister, der Jan, grüßt euch. Die VIPs sind ja wieder alle am Schlüssel. Und dann gehe ich mal in den Frachtmarkt, der... Es sollte ja jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen mit dem Kommentieren und deswegen klicke ich hier mal an und ihr könnt ja mal sagen, wo es lang gehen soll. Oh Gott, was ist denn das für ein Mist? Nee, ich will in Schottland bleiben. Also, nach Auburn könnten wir fahren, das wäre die 1. Die 2 wäre nach die 3. Und die 4 würde dann bis nach Belfast sein. 1, 2 oder 3? Ihr seid quasi jetzt gefragt, wo es lang geht. So, der Mario ist auch da. Juhu! Dann könnt ihr das jetzt gerne mal abstimmen. Ich lasse jetzt einfach mal den LKW. Die 4, ja, das ist 1, 2 oder 4. Ja, genau. Dark Angel und André, ihr seid die 4. Ich sehe, glaube, Benjamin ist auch da. Juhu! Gut, also, die 3 schreibt ihr... Ich irgendwas mit 4 gesagt? Nee, ne? Ja, gut. Also, es ist auf jeden Fall so, ihr wollt nach Belfast fahren, dann machen wir es einfach mal. Ist ein bisschen längere Strecke. Und dann sage ich einfach mal, Ziel verfolgen. Ja, ich finde es ganz cool. Oh, Lenkrad ist wieder am Start. Ich habe ja auch extra auf die falsche Seite gesetzt. Oh Gott, das ist so komisch. Das ist so komisch, hier auf der falschen Seite zu sitzen. Warte mal, wo kommen denn die Autos eigentlich? Ach, hier kommt das eine Auto. Huch. Ich muss mal rausgucken. Oi, 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 oi. Alter, das ist ja mal richtig komisch, so zu fahren. Oh, mein Bremsdruck ist ganz schön niedrig. Was ist denn da los? Müsste jetzt eigentlich mal Standgas machen? Ah, geht wieder. Nicht so viel bremsen. So, ja, ihr wolltet, dass ich hier mal in Schottland unterwegs bin. Auf der Promods. Und ja, dann machen wir das einfach mal. Es ist sehr ungewohnt. Es ist für mich... Fühlt sich das immer falsch an. So. So, der fährt hier erstmal drauf hier. Was ist denn das für ein komischer Kreisverkehr hier? Oh ja, muss man hier aber erstmal schauen, ey. Oh, ich fühle mich so unwohl, wenn ich so fahre. Freunde, ich fühle mich so unwohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt bin ich falsch gefahren. Ach, daran liegt's. Das ist einfach, weil ich auf der falschen Seite sitze. So. Das, komme ich nicht klar. So, ja. An alle erstmal einen schönen Freitag. Viele werden von euch wahrscheinlich frei gehabt haben an einem Freitag. Ich auch. Also Brückentag, besser gesagt, ist bei uns gewesen. Und da haben wir alle frei gemacht oder mussten quasi so ein bisschen frei machen. Aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir alles hin. Ist auch mal schön, so ein langes Wochenende. Okay.
Hightower ist auch da, der Peter ist auch da. Grüßt euch, der Toni. Juhu. Seid alle gegrüßt. Also ich muss auch sagen, es ist mal eine Herausforderung. Man braucht bestimmt, oder ich bestimmt eine Weile, um hier auf der Karte ein bisschen klar zu kommen. Und jetzt muss ich hier irgendwie hier rein. Ach, hier. Hier muss ich reinfahren. Ja. Dann fahren wir mal rein. Ich habe mir... Ui, wo kam der denn her? Wäre fast der Polizei reingefahren. Das wäre ja wieder was. Himmelarsch und Zwirn. Wie findet ihr den Renault, wollte ich schon sagen, die R-Version vom Scania? Ich finde den eigentlich recht hübsch. So, also wir werden jetzt einfach mal leere Paletten fahren. 22 Tonnen. So, Sabrina und Stefanin ist da. Der Tim und Julian. So, wir machen mal schnell beladen. Ich will einfach jetzt fahren. Ich habe Bock auf Fahren. So. Bevor wir richtig losgehen, erstmal ein Küsschen an Edeltraut. Und dann geht es los. Hier schön mit einem Windows-Tablet, ne? Braucht man unbedingt. Oh, erstmal die Schranken hoch. Hier kommt nichts. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal hier ihn auf Geisterfahrer mache. Eine Sache wird es auf jeden Fall am Dienstag geben. Ihr habt ja abgestimmt, dass ihr mit dem Crafter eine Tour möchtet. Ich glaube, über 500 Leute haben zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, abgestimmt. Und das wird wahrscheinlich der Crafter. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wollen wir diese Tour machen? In welchem Land? Ihr könnt gerne das mal in die Kommentare mal reinschreiben. Sag mal, bin ich denn total dämlich? Ich wollte doch... Also ich fahre heute... Ich will mal hier auf Navi gucken. Das ist aber nicht da. Ah, wir müssen jetzt wenden. Man sollte nicht so auf den Chat gucken, ne? Wir wenden hier unten mal. Uah! Alter, wer war das? Oh, Booty. Jetzt haben wir bald eine Hose gemacht. Ich muss ja hier lang fahren. Ist ja richtig. Wir müssen jetzt auf die Fähre. Ah. Jo. Bin ich aber komplett wieder raus. 520 PS habe ich ja in der Karre drin. Falls der eine oder andere das jetzt schon gefragt hat. Dann werden wir jetzt gleich auf Schiff verladen. Und dann richtig auf schottischem Gebiet. Und eine kleine Vorfreude, ne? Hier Valhalla. Hier dieses neue Ubisoft-Spiel. Ja, Papa Schlumpf. In dem Moment, wo ich hier geguckt habe, habe ich das Baby gehört. zehn Sekunden hat das gedauert. Was hat 10 Sekunden gedauert? Ich weiß das gar nicht mehr, was. Botichen. Ich habe jetzt nicht rüber geguckt. Ich bin richtiger Rabauke. So, willkommen in Schottland. Wir werden die Highlands unsicher machen. Was denkt ihr denn? Wird sich irgendwann Schottland von England lösen, wenn es dann bergab geht? Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß. Woher habe ich den Mod, wo ich das Lenkrad? Diesen LKW, oh Mann, den habe ich mir einfach, war das über einen Steam Workshop? Und dann war das einfach, ich dachte eigentlich, es ist eine Lackierung. Uiuiui. Und dann macht er hier gleich das Lenkrad. Also ich kann dir es gar nicht so richtig sagen. Oder auf der ETS 2.LT Seite einfach mal Scania eingeben und dann müsste es die erste Seite oder zweite Seite müsste denn der LKW sein. Ja. Dann findet ihr den. So, wir machen mal 65 Meilen oder km/h rein. Ach nee, wir fahren ja Meilen, ne? Wie viel ist denn das? Ist das 75 oder ist es 80? Müsste doch 80 sein.
Das könnte durchaus möglich sein, Andreas, dass die Schotten dann die Ehe brechen werden. Naja, mal gucken. Wir warten einfach mal ab, was so kommt, ne? Stefan, warum ruckelt das bei dir? Ruckelt das bei euch auch? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es ist. Ich habe ja den Chat ein bisschen hochgedreht. Dann kann es durchaus sein. Oder nochmal refreshen. Hier oben das Overlay einfach nicht beachten. Das werde ich wahrscheinlich erstmal ausschalten. Das muss ich anders machen. Das muss ich irgendwie anders gestalten. Ja. Ja, ruckelt etwas. Ja, warte mal, ich mache mal das Overlay gleich aus. Warte mal, ich mache mal das Overlay. Vielleicht hat das auch irgendwie eine Bewandtnis. Ich schalte das einfach mal jetzt aus, das Overlay. Und hoffe, dass das jetzt besser ist. Dass das irgendwie ein bisschen Performance frisst. Alles gut. Ja, ich habe jetzt aber das Overlay ausgemacht. Aber wenn einer spendet oder so, das sollte trotzdem gehen. Jetzt ist sowieso mal die Frage, wollt ihr eigentlich ein Overlay sehen oder ist euch das egal? Ja. Das würde mich mal interessieren. Oh, ich muss mein Tempomat wieder aktivieren hier. Ach, zum Gang reinmachen. So. Oh ja. Also, der eine oder andere schreibt, da ruckelt nichts. Nee, leider nicht besser. Also gut, dann kann es sein, dass der ein oder andere. Oh, da war jetzt ein Ruckler bei mir. Also im Spiel. Es kann sein, dass YouTube drosselt ja in manchen Bereichen. Ja, immer noch. Und da kann es sein, dass ihr denn ein paar Ruckler habt. Egal, egal, ist besser. Wie, was ist besser? Ohne? Egal, egal, schreibt ihr. Egal, egal. Layout, nicht so wichtig. Ja, finde ich eigentlich auch. Jetzt ruckelt es nicht mehr. Okay. Ich habe mir jetzt zwar ein teures Layout geholt, aber so Donation und dies und das finde ich jetzt, das sollte auf jeden Fall kommen. Aber das andere, das, wenn ich denn irgendwann mal Facecam mache, ne? Bei 100k. Dann machen wir das. Oder Grafikfehler, ja. Kann alles möglich sein. So, warte mal. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Hier sind alles so eine kleinen verwinkelten Straßen. Das ist halt immer das Problem, dass ich dann immer in den Chat gucke. Und Chris Penn, kleinerer Bauke, danke für das Donnern. So, machen wir mal Tempomat wieder rein. Ah, ist das nicht schön? Mit dem sommerlichen Feeling hier oben in Schottland. Herrliches Wetter. Und wir schalten mal einfach raus, dass wir hier den LKW sehen. Ah, da war jetzt auch so ein kleiner Ruckler. Ah. Oh, zum Glück hat es die Polizei nicht gesehen. Wo ist denn eigentlich die nächste Werkstatt? Oh, verdammt, ey. Das sollte aber nicht so passieren. Pass auf, wir müssen hier hinfahren. Ach, ich bin auch ein wirklicher Ochse, oder? Oh, Scheiße! So. Huch! Das sind die Hasen da hinten. Das sind die Hasen, eindeutig die Hasen, die da hinten laufen. Deswegen. Habt ihr die Hasen gesehen? Chan, der ist gut. Game over. Game over. Schade, dass die Sticker irgendwie nicht im Chat angezeigt werden. Aber Game over ist auf jeden Fall. Bei dem LKW, ja. Der ist jetzt bald kaputt. Ah. Oh. Motorfehlfunktion. Scheiße.
Ja, Wolle, immer schön nach vorne gucken. Unfall, ja, muss irgendwas. So, Lenkrad ist jetzt, der hat jetzt komplett abgeschält. Ja, der LKW hat sich eigentlich gewehrt, der will nicht auf der falschen Seite fahren. Und deswegen wollte er eigentlich auf der rechten Fahrbahn gehen. Aber naja. Junge, 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 jetzt komm. Die Werkstatt ist nicht mehr so weit. Ja, ich spiele mit Lenkrad. Sonst könnte ich nicht so perfekt in den Gegenverkehr reinfahren. Ach. Das ist halt manchmal ein bisschen ärgerlich, ne? Ja, also prinzipiell. Wenn man viel Euro-Truck-Simulator spielt, ja, also wirklich viel, dann lohnt sich das auf jeden Fall, die Pro-Mods. Ach, warte mal, ich wollte mir mal mein Getränk aufmachen, nicht, dass ich gleich wieder einschlafe. Kurz vor 5 war ja wieder die Nacht vorbei. Und da wird man dann irgendwann mal so ein bisschen träge und müde. Und jetzt nochmal zurückzukommen, wegen Pro-Mods fahren oder nicht fahren. Wer viel unterwegs ist, wer viel das fährt, ja, da lohnt sich schon Pro-Mods, Roadmap und. Und der kann sich da seine Strecken zusammenfahren. Oder für Leute, die extrem lange Strecken fahren, ja, die dann einfach mal sagen, ich fahre jetzt einfach mal 2000 Kilometer. Ja, da kann man, dann bringt das schon was. Ach, ich bleib mal hier einfach auf der Fahrbahn. Aber ich sage mal, fürjenige, die einfach mal so just for fun und sagen, ach, mir reicht eigentlich das normale Fahren und fahren nicht gerne mit Mods, sträuben sich dann so ein bisschen mit Runterladen etc. Oh, Chan. Ich bin doch Game Over. Da muss ich sagen, das lass mal einfach mal rollen. Ja, einfach mal rollen lassen. Das muss man nicht unbedingt, weil es gibt schon so schöne Kartenabschnitte, die einiges hermachen. Mann, die Werkstatt ist nicht mehr weit. Oh, der wollte jetzt. Oh, hier ist ein Bus. Also, man kann es ja so lange machen, bis dass man mit den Anlasser bis zur Werkstatt kommt. Okay, naja, dann Attacke wie Amerika. Muss ich alles erstmal wieder ein bisschen einspielen hier. So, da vorne ist die Werkstatt. Heiliges Kanonenrohr. Aber jetzt darf kein Unfall mehr kommen. Fresse im Besen. Alter, nicht sein, dass ich jedes Mal Unfall baue, ist ja schlimm. So, wie viel hat mir, oder wie viel kostet mir der Spaß? 70.000, naja, hol ich doch mit der Fahrt hier wieder rein. Alter Schwede, ey. So. Beim DAF-Händler. Und jetzt geht's wieder auf die Piste. So, komm, nach den hier, nach dem Porsche können wir fahren. Hier kommt nix. Ach, herrlich. Also dann reicht es auch erstmal, wenn ich das gemacht habe, also hier gefahren bin mit dem LKW. Weil hier dieser Rechtsverkehr, das ist echt nicht mein Ding, ey. Halt, stehen bleiben. Ah, zum Glück, der hat hier bremst. Ja, ich fahre jetzt gerade so wie ein Rowdy.
Aber wir kriegen das alles wieder hin. Oh, wir sind wieder auf Coast, meine Freunde. Ich könnte das Lenkrad auf rechts ändern, ja. Hab da völlig recht. Da würde ich mich auf jeden Fall wieder wohler fühlen. Können wir uns gerne nochmal überlegen, wenn wir denn noch eine Tour ranhängen. Wir haben jetzt aber noch 700 Kilometer. Ich denke, wir werden so fahren, weil wenn wir schon hier in England sind, dann können wir auch gerne mal so fahren. Das ist mal eine Herausforderung. Es ist zwar nicht schön anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Also, mir persönlich, hui. Es ist irgendwie so wie so ein graues. Auf jeden Fall mit Bockwurst und Ketchup. Oder Mostrich. Er sieht den Besen. Also, die Hupe hier. Wie man die aktiviert. Einfach bei Steam Workshop reingehen. Da auf Abonnieren drücken. So wie man diesen Kanal hier abonnieren kann. Wer hat das noch nicht gemacht? Jetzt machen wir mal eine ehrliche Frage. Wir sind jetzt um die 130 Zuschauer. Wer von euch hat hier noch kein Abo dagelassen? Würde ich mal wirklich wissen. Und ja, und so macht man das dann zum Beispiel auch beim Steam Workshop. Kostet nichts, das Abo, wie hier auf YouTube, das kostet absolut gar nichts. Und dann gibt man einfach in seinen Mod-Ordner, also nicht seinen, bevor man das Spiel denn lädt, also in den Speicherstand da reingeht, dann aktiviert man ihn einfach. Wer ist es nicht? Das ist es. Meine andere Frage, wie wird denn morgen eigentlich das Wetter? Das Wetter sieht ja jetzt momentan richtig grau und eklig aus. Wir wollen nämlich morgen mal grillen. Ich habe mir also einen Elektrogrill besorgt. Der mal... Da kannst du schon so einstellen, du hast das und das Fleisch und der macht es dann automatisch irgendwie oder gibt dir dann eine Zeit an. Hey, pass auf, jetzt ist es durch. So, Twister hat mir auf jeden Fall abonniert. Ey, du Twister, ey. Du bist sogar ein Mitglied. Das Abo seit 2,6 Jahren. Ja, das ist aber schön. Ja, das ist ja... Wochenende soll auf jeden Fall wieder kälter werden. Ja, das, irgendwas habe ich auch gehört. Also ich hoffe, dass morgen nicht so schlimm wird. Weil wir wollen mal ein bisschen gemütlich draußen sitzen, mal ein bisschen, naja, grillen. Also, Stefan sagt gerade 70% Regenwahrscheinlichkeit in Niedersachsen. Naja, gut, das könnte ja dann noch bei uns rüberkommen. In Brandenburg ist halt immer dieses Problem, dass hier alles sehr, sehr trocken ist. Also, es kann überall regnen, aber hier in der Lausitz ist echt Dürre. Das ganze Wochenende regnen, das wäre ja richtig cool. Also früher habe ich immer gesagt, das wäre richtig cool. Dann bräuchte ich nicht irgendwie rausgehen oder man ist irgendwo nirgendwo hingefahren, ne? Konntest du zocken, aber jetzt habe ich ja die Kleine, muss ich ja trotzdem beschäftigen. Ist halt. Naja. Endlich wieder Pro-Mods, auf jeden Fall, Tim. Kann man schon so sagen. So. Ey, ganz ehrlich, man kann 97 Meilen hier auf der Landstraße fahren. Ach, Boti sagt, bei uns soll es, also morgen abends quasi in der Nacht soll es regnen. Okay. Dann ist ja gut. Fabian ein bisschen früher. Na dann. Ja, Dresden ist ja nicht weit, das ist ja nicht mal eine Stunde von mir entfernt. Alles, ja, alles. Alles die gleiche Soße. Werden wir irgendwann mal hier eine ordentliche Wüste haben. Also.
Die Strecke zieht sich ganz schön hier, ne? Also, wir fahren hier richtig viel Landstraße. Haben die gar keine Autobahn? Ja, also. Ja, 97 Meilen, deswegen, Oliver, darum frage ich ja. Das zeigt ja Meilen an. Das ist doch 100, das ist doch mindestens 120, 130 km/h. Oder habe ich hier eventuell noch. Kratzer! Danke für dein Abo! Juhu! Und vor allem der Präsident. Danke fürs Abo. Ja, da hat sich ja einer angesprochen. Wir müssen jetzt mal was gucken. Kann es sein, dass ich eventuell noch das alles auf Auto gestellt habe? Wir gucken mal auf Gameplay. Ja, es ist noch PKW. Ich habe das Video mit einem PKW noch gar nicht gemacht. 80 Meilen. Ja, Brandenburg versandet. Märkische Heide, Märkischer Sand. Aber 80 Meilen, jetzt mal 80 Meilen mit einem LKW auf einer Landstraße, das ist doch schon ziemlich fett. Wie viele Kilometer sind das? Oder wie viel? Also das würde mich interessieren. Da gibt es doch 1,3 noch was, ist doch der Umrechnungsfaktor, ne? War das nicht so? Also hier könnte man vielleicht 80 fahren. Aber hier ist auch 97. Ich habe jetzt auf LKW umgestellt. Jetzt ein bisschen komisch. Ach so, ja doch, es werden Kilometer angezeigt. Ja, doch, es werden Kilometer angezeigt. Warte mal, 80? Ja, weil... Stimmt, 97. Macht Sinn. Ja, ihr schreibt schon, ihr schreibt schon. Ja, ja, danke. Ja, ich habe jetzt einen absoluten Denkfehler gehabt. Weil ich, ATS und manchmal, da fahre ich ja mit Meilen. Ja, weil 97 ist schon ein sehr außergewöhnlicher Wert, ne? Welche, ja, gut, alles klar. Also, aber, Blue Fly schreibt, 75 Meilen sind 120. Okay, das ist mal ganz gut zu wissen. Aber unser Navi ist geeicht. So, ja, falls jetzt nochmal die Fragen kommen, Multiplayer, ja, Bodi hat es ja auch schon jetzt geschrieben. Der Multiplayer soll im Mai nicht erscheinen, voraussichtlich nicht erscheinen. So haben die Leute von Truckers MP das verkündet. Vielleicht steckt ja noch was ganz anderes dahinter, SCS, ich weiß es nicht. Es soll ja noch ein großes Projekt kommen, ein Bauprojekt. Vielleicht hat das alles was damit zu tun, wir wissen es nicht. Wir warten einfach mal ab. Kann euch da aber weiter nicht sagen. So. Ach, herrlich. So, wir haben noch über 500 Kilometer. Oh, jetzt hat er aber ganz schön zu tun hier. 128,75. Ey, da hat sie aber einer, ne? Da hat sie Hightower Mühe gegeben. Ich hoffe, das hast du alles im Kopf gerechnet. So, warte mal, der Typ da vorne fährt doch ganz schön langsam, ne? Ich mache jetzt mal 70 rein. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie rankommen. Ne, Edeltraut? Ah, kommt schon wieder so ein Kreisverkehr. Oh, der LKW müssen wir auch mal von außen uns angucken. Ihr habt noch keine bessere Hupe gefunden.
Also einfach auf der offiziellen Promo-Seite gehen, sich anmelden und dann kann man sie sich kostenlos, kann man sich runterladen, muss aber dann jede Datei einzeln machen. Oder man macht für 1 Euro, ja, sind also, glaube 1 Euro habe ich, oder 1,11 Euro oder irgendwas war gewesen, habe ich mir dann die Promods runtergeladen. Das hast du in eine Datei, entpackst die und packst die dann rein. Aber nicht vergessen im Vorfeld die Dev-Datei. Die ist wichtig. Habt ihr die nicht, könnt ihr das Spiel nicht starten. Ja, es müssen 7 Dateien sein. Guckt euch dann einfach mal meine Mods vom an. Das war von gestern, vom 21. Da zeige ich nochmal alle meine Mods, die ich habe. So. Nein, ich wohne nicht Dresden und Leipzig oder Chemnitz. Nein, nein, nein. Wenn ich sage Brandenburg, dann ist es nicht irgendwo Chemnitz oder Dresden. Leipzig. Ja, aber ist egal. So. Oh ja, es geht aber ja holgermäßig den Berg runter. Ey, wir müssen aufpassen hier. Die haben aber auch kurze Auffahrten hier in England. Ist das wirklich so? Angeblich hieß es ja mal, wenn die Deutschlandkarte überarbeitet wird, dass die dann nach England rübergehen und da weiter überarbeiten. Ob das wirklich so ist, mal gucken. Also wir fahren jetzt nach Belfast. Und dann werden wir mal gucken, wie spät es dann ist. Und wenn wir da immer noch ein bisschen Zeit haben, dann machen wir vielleicht noch eine kleine Tour ran. Das hört man, wo ich herkomme, mein Dialekt. Warum? Wie ist mein Dialekt? Brandenburg ist nicht Sachsen. Ey. Ich weiß aber, wo ich damals gedient habe, hatte ich viele Sachsen bei mir. In meinem Zug. Frischerweise. Aus Brandenburg nicht so viele. Ja. So. Das ist, Alexander, eine sehr gute Frage. Ich habe mir da nicht großartig nochmal reingeguckt, was alles neu ist. Es sind natürlich ein paar Städte hinzugekommen, aber ein großes Augenmerk ist natürlich die Anpassung an das neue System, an die F-Mod, also hier den Sound-Modul und solche Sachen, und dass halt in Frankreich die Städte noch mit inbegriffen sind und. Aber was jetzt allgemein, dann einfach auf die offizielle Seite. Und wichtig ist mir, wenn für den American Truck Simulator die Pro-Mods rauskommen, Kanada, dann haut mich einfach mal an. Dann bin ich auf jeden Fall mal bereit, mir das auch runterzuladen und dann in Kanada auf der Pro-Mods rumzufahren. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Wo habe ich gedient? Ich habe erst in Wesendorf meine Grundausbildung gemacht bei den Panzergrenadieren. Dran drauf drüber. Danach bin ich, das war 2001, danach bin ich dann nach Braunschweig gegangen zur Panzerarmee. Da war ich dann 2 Jahre. Wo ja Braunschweig dann alles zugemacht hatte, bin ich dann einen Truppenwechsel habe ich dann gemacht von Heer zur Luftwaffe. Das war auf jeden Fall ein Akt. Aber ich hatte einen Kumpel, der war beim S1. Und ihr wisst, wie es läuft, ne? Wer mit wem zu Themen. Und da musste ich extra so einen Test machen, ob ich überhaupt. Huch! Ciao! Tütchen, du kannst hier gleich hochkommen, wenn du hier rumschreist. Kleine Rotznase. Und
Ja, wenn man, wie gesagt, dann haben wir 2 Wochen, mussten irgendwelchen Scheiß lernen. Und ja, irgendwie habe ich das hinbekommen. Und dann war ich fähig für die Luftwaffe. Und dann bin ich zur Luftwaffe gegangen. Nach Holzdorf. Da war ich dann Logistiker, weil in Braunschweig war ich quasi Panzerfahrer und Richtschütze. Und ich misse nicht diese Zeit. Ja, diese Zeit bei der Bundeswehr hat mich weitergebracht. Würde ich nicht bei der Bundeswehr oder hätte ich nicht gedient. Also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als Maler und Lackierer, nur auf Bau und dies und das. Der ein oder andere mag es. Es ist ja im Grunde genommen auch ein cooler Job, aber wenn du die ganze Woche nur unterwegs bist, dann kommst du dafür 1,5 Tage nach Hause, weil du sonst auf Montage bist. Weil gesagt, das ist nicht dein Leben, das kann nicht so weitergehen. Ja. Und dann kam irgendwann die Bundeswehr und ja, dann habe ich gesagt, da will ich länger machen. Eigentlich wollte ich zur Volkspolizei, aber da war ich zu blöd für. Ich bin deutsch durchgeflogen. Bei den Fehlern. Alles andere habe ich geschafft. Wo ist denn jetzt los hier? Ja, ich habe ja schon die Fehler bei den Kommasätzen reingehört. Ich dachte, ach du Scheiße, du musst ja Komma auch noch reinmachen. Und dann, ja, einfach nur Komma, 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 wird schon hauen. Naja, egal. Ja, das war schon gar lustig. Ja, sonst wäre ich bei der Volkspolizei. Ich habe ja auch so jetzt mit der Polizei zu tun. So, dann bin ich natürlich dann zu den Logistikern und dann musste ich das erste Mal so richtig mit einem Computer arbeiten. Also so richtig. Word, Excel. Sascha war auch Panzerfahrer. Ey, aber in Celle. Wie bei den. Was hast du denn gefahren? Also ich bin den Leo 2 A4 gefahren. Also bei mir ist es natürlich noch ein bisschen länger her. Ne? Ich weiß nicht, wann du das gemacht hast. Das ist ja cool, Panzermann. Ja. Bin ich weit weg von Celle. Von Celle habe ich damals einen. Wir waren ja oben in Bergen, hatten diese große Übung. Scharfer Bohrer nannte sich die. Und da war mein Motor defekt. Und dann habe ich einen Ersatzmotor vom stellvertretenden Kommandeur. Hat es dann in Bewegung gesetzt, dass ich einen Ersatzmotor bekomme aus Celle. Vielleicht habe ich deinen gekriegt. Also ich bin 40. Ja, ich bin schon ein richtig alter Sack. Aber man muss auch mal gucken, wann ich hier mit YouTube angefangen habe, jetzt auch mit dem Kanal, aber besser gesagt mit meinem alten Kanal. Ihr könnt ja noch mal gucken, ich weiß es selber nicht, wann ich mit YouTube angefangen habe. Das war eigentlich aus Juxendaderei. Auf jeden Fall war ich da bei der Luftwaffe. Und das war auch nur Spaß. Ja, und da habe ich dann angefangen, so am Computer, mit Programmen arbeiten, alles penibel. Ich hatte da ein Vorgesetzten, der war sehr, sehr penibel und das hat mich auf jeden Fall geprägt und auch jetzt in meinem Werdegang, wo ich jetzt im öffentlichen Dienst arbeite. Und da kam dann irgendwann mal, muss man sich ja nach 12 Jahren Gedanken machen, jetzt ist es ja so, können ja viele Berufssoldaten machen. Ich hätte auch noch länger machen können, aber ich wäre dann irgendwo, oh, nicht Germersheim, Mann, wo sollte ich denn hin? Irgendwo drüben Richtung holländische Grenze, ich weiß es nicht mehr. Hier war doch irgendwo Luftwaffe, da wo die bösen Bomben liegen. Da sollte ich Logistiker machen. Da hätte ich, glaube, SAZ 16 machen können. Da habe ich gesagt, ey Jungs, irgendwann muss Schluss sein. Heidhauer 42. Sascha ist 41, dann warst du ja wahrscheinlich auch in der Zeit beim Bund. Also ich muss immer wieder. Twacker ist 12. Bist auch ein 12-Ender. Balu ist 84. Geil! Das finde ich cool. Und das finde ich eben sowas von genial, dass wir so einen Mix haben aus Jungen und Älteren. Und ich finde das cool, dass mein damaliger Schwiegervater, der ist auch so in den Altern. Auch so 80er Baujahr, also auch 80 so. Und der hat immer nur den Train Simulator gespielt. Bei mir war ja nur immer Battlefield. Oh, blinken. Battlefield, Battlefield, Battlefield.
Und der wollte irgendwann mal LKW fahren. Und nur deswegen habe ich das runtergeladen damals und habe gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Oh Gott, was ist da vorne los? Ah, sieht das schön aus. Das werde ich einfach mal. Ich glaube, das erste Video war eine Demo bei mir. Die Demo. Stefan 52, juhu! Rainer 46, ey, das ist. Und ich muss ehrlich sagen, bei Simulationsspielen hat man so eine breite Masse an jungen, ich sag mal gerne Frühspritzern, die noch ihr Leben irgendwo ein bisschen, ja, noch gestalten können. Oh, ich bin falsch gefahren. Verdammt doch mal! Ach, ich bin auch ein Ochse. Naja, wir werden viele Wege führen nach Rom. Da werden wir noch einen anderen Weg finden. Wie gesagt, und welche die Lebenserfahrung haben. Und glaube, es gibt wenig Spielegenre, die das alles so abbilden. Ja, hätte ich jetzt bei Fortnite das alles, wo ja viele gesagt haben, ey, willst du nicht das mal spielen? Ey, habe ich eigentlich gesagt, nee, die Klientel muss ich nicht unbedingt bei mir auf dem Kanal haben. Ja. 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 Also, wie gesagt, ich finde das schon recht cool. Ja, und da kam dann irgendwann auch die Überlegung, Mensch, öffentlichen Dienst nach der Bundeswehr, ich mache meine 12 Jahre, muss mich denn noch mal hinsetzen? Und ganz ehrlich, wenn du so lange draußen bist, ja, nach der Arbeitszeit, ich war ja 5 Jahre, habe ich ja mal Lackierer gemacht, also mit der Lehrezeit und, dann bist man 15 Jahre draußen. Ich habe ja dann BFD-Zeit genommen, also schon während der Bundeswehrzeit habe ich ja dann meine Sache gemacht. Meine Ausbildung jetzt in der Verwaltung. Und dann ist das schon schwierig, wenn dann alle gerade so frisch vom Gymnasium kommen und man sitzt dann da und die erzählen dir irgendwas und du sagst ja, ey, was wollen die denn jetzt? Und Gesetze können sowas von trocken sein. Ich mag keine Gesetze. Also wenn Gesetze noch sehr, sehr alt geschrieben sind, dann ist das auch für einen erfahrenen Verwaltungsfachangestellten nicht einfach, die richtig so zu lesen. Ja, also muss man schon ein bisschen. Ja, ich sage mal, ich mache alles nach Bauchgefühl, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Weil es müssen ja auch Leute geben, die diese Gesetze gemacht haben, die ein bisschen Verstand haben. Passt es schon. Seit 26 Jahren schon. Beim Bundesministerium für Wehrtechnik oder was. Ja, und für alle, die Schüler sind. Altenpfleger, richtig, muss ich auch sagen, ein knüppelharter Job. Ich muss sagen, Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und ein Mensch kann vieles ab. Ich habe ja auch immer gesagt, ich kann es nicht und schaffe es nicht, meiner Tochter den Arsch zu wischen, ja. Man schafft es, aber Altenpfleger und sowas, wow. Wo meine Oma damals im Heim war und die hat da so rumvegetiert. Oh, da hat mir alles gekribbelt, da hat mir alles gekribbelt. Ich denke so, meine Fresse. Ja, aber jetzt nicht so auf Mitleid jetzt wegen dieser Pandemie und nein, das ist, weil vieles wird danach wieder vergessen, ne? Das ist ein harter Job. Überall wird eingespart und das muss man erstmal hinkriegen, ne? Es gibt so viele Leute, die auch keinen Job irgendwie angeblich finden, aber da ist Potenzial. Da müssen wir halt die Leute, die angeblich nichts finden, dazu gezwungen werden. Na gut, Altenpfleger kannst du wirklich nicht jeden auf die Nase binden, ne? Jetzt bin ich auf die, jetzt habe ich meine Büchse hier auf die Tastatur gehauen. Bei der Deutschen Post. Ja, ich finde das schön.
Kontinuität, also so jahrelang an einen Arbeitsplatz, das war ja früher üblich. Wenn ich jetzt überlege, ich habe im Endeffekt, naja, so drei Berufe, ne? Und wo ich mich früher, wo ich noch im People war, und da hat einer erzählt, ach, der macht jetzt noch ein neues Ding und dies und das und oh, echt jetzt? Und jetzt guckt man so auf sein Leben zurück. 40 Jahre ist natürlich schon Pappenstiel. Da hat man schon Höhen und Tiefen erlebt. Und da hat man, wo man noch jung war, auf dem Bau geknüppelt bei Dreck und Scheiße. War dann beim Bund. War auch nicht immer schön, wenn man an seinen Geburtstag Wache schieben muss oder am Weihnachten oder Silvester, alles schon gehabt. Ich hatte wirklich manchmal ordentlich die Arschkarte. Ja, ist das auch nicht schön. Du hast ein Date, du hast irgendwie eine Verabredung und dann sagt er, spielst am Freitag, ey, pass mal auf, du bleibst hier, du musst Sonnabend Wache schieben. Hätte ich in die Flinte beißen können. Ja. Hey, da war ja wichtiger, ne, als alles andere. Da war man ja blind auf Drogen. Hey, ihr wisst schon. Oh, Autoaufbereitung, auch schön. Das ist schön, was die alle macht. Also wir haben hier einen rigorosen Berufs Klimbim. Und ich muss auch immer sagen, lernt in der Jugend, also das habe ich mir auch nicht immer so zu Herzen genommen. Versucht immer eins. Ich habe auch diesen Mickey-Maus-Spruch immer auf den Lippen gehabt. Wer nichts lernt, kann nichts vergessen. Das interessiert aber nachher keinen mehr. Es interessiert keinen. Was? Über 160 Zuschauer sind wir jetzt hier. Aber dafür ein dreifaches. Hier schön in der Laberecke. Ja, nochmal, das sage ich immer wieder und möchte ich auch der Jugend so weitergeben. Es interessiert niemanden, dass ihr jetzt nicht lernen konntet oder weil jetzt keine Schule ist. In ein paar Jahren könnt ihr nicht sagen, naja, pass auf, ich habe da war die Pandemie oder Corona. Das hatten wir mit Boti den Tag auch. Beste Beispiel, Boti ist Chef einer Firma. Ich will jetzt eine Ausbildung machen und sage, ich kann zwar mit dem LKW geradeaus fahren, aber rückwärts fahren, das hatten wir in der Schule nicht. Da war Corona. Was wird ein Boti sagen? Ganz einfach. Dann brauche ich dich nicht. Das ist eine ganz einfache Sache. Ja, deswegen sage ich immer wieder, setzt euch trotzdem nochmal hin, guckt euch Sachen an. Es gibt halt unterschiedliche. Es gibt Schüler, die beneide ich, die können sich hinsetzen und kapieren das oder sie haben eine höhere Auffassungsgabe, die hatte ich nicht. Wenn ich da manche gesehen habe, ey, wer kennt das Gedicht? Maschinenbau ist auch gut. Ja, richtig. Maschine, ne? Kinder-Satzteile, richtige Maschine. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Schlussendlich. Ach, hier. Der Schimmelreiter. Oder Walle, Walle, manche Strecke, lass uns wecke, Wasser fließen und zum Reichen volle Schwalle Bade dich ergießen. Also, war das der Erlkönig oder was war das? War das der Schimmelreiter? Nee, was war denn das? Faust? Ach, was weiß ich. Wir mussten damals noch Gedichte lernen. Alle Strophen. Das war in den Ferien. Da habe ich jeden Tag mir eine Strophe vorgenommen. Und dann gibt es Leute, ey, ach nö, ich mache das den Tag vorher. Ich habe die Leute beneidet. Ich Hohlfrucht habe das nicht hingekriegt. Für mich war das immer richtig viel Arbeit. Zauberlehrling war es, Dark Angel. Ja, Zauberlehrling. Ey, ich finde es das gut, dass der Chat schneller geht. Also, das ist wirklich. Da brauche ich nicht so lange machen. Und heutzutage ist es so, naja, es müssen fünf Strophen reichen. Ich denke so, was ist denn hier los? Fünf Strophen? Ey, aber ach, hallo.
Deswegen für alle Schüler, ja, auch die Eltern, die meinen das immer gut. Ihr werdet dann auch irgendwann mal so, wenn ihr mal Kinder habt, räumt ein Zimmer auf, dies und das, diese Null-Bock-Phase. Es bringt euch nicht weiter. Bitte ab und zu mal die Schlüpper zusammenreißen und sagen, ich lerne jetzt, weil ihr macht das wirklich nur für euch. Und ihr wollt dann irgendwann mal in 5 Jahren nach der Schule im Klassentreffen ankommen und sagen, ich habe es geschafft. Also aus unserer, sagen wir mal, aus unserer ganzen Schule. Oh, jetzt habe ich aber hier irgendwie ganz schön eine Ruckler hier. Irgendwas muss mit YouTube wieder nicht so richtig hinhauen. Ganz schön rot hier alles. Naja, ist egal, aber Hauptsache ihr versteht mich noch. Irgendwie ist ganz schön ruckelig hier. Ah ja, hier fräse alles solche Berufe. Das sind alles coole Sachen. Da oben, Manfred, Kraftfahrer, ja, die werden auch alle gebraucht. Kann das sein, dass YouTube irgendwelche kleinen Probleme hat oder läuft alles noch bei euch? Na gut. Also, gehen wir weiter. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe schon wieder alles für die Katz wieder. Ich bin doch ein Ei. Ich kann mir auch nichts von früh bis Mittag merken hier. Ja. Aber ich merke es ja selber. Ja. Es ist immer wieder so ein bisschen schwierig, so aus dem Trott rauszukommen und zu machen. Aber wie gesagt, ach so, von der Schule. Es gibt in der jetzt die beiden Klassen A und B. Wir haben ja immer so zusammengehangen. Ungefähr, naja, waren wir knapp 40 Leute, 38, 40, 42, 45 Schüler. Nicht alle kommen zum Klassentreffen. Aber es sind, glaube ich, 2 oder 3, die haben Meisterberuf gemacht. Oh nee, das traue ich mich nicht. Mit denjenigen, wo wir waren ja 2 Leute, die haben bei der gleichen Firma Maler und Lackierer gelernt. Und er sitzt jetzt auch in der Verwaltung. Und in der gleichen Verwaltung, wo ich sitze. Komisch, ne? Schule zusammen gemacht, haben in der gleichen Firma Lehre gemacht und dann Jahre später fängt er auch da an, eine Lehre zu machen. Es ist so niedlich. Ja, da bin ich im guten Mittelfeld, aber nur eine hat das richtig gut gepackt. Die ist dann irgendwo Chefin von einem großen Transportunternehmen. Sicherheitsbeauftragte, also die Chefin von den ganzen, von, also die hat schon irgendwo was zu sagen. Ja. Hui! Die Polizei, ja, die hat mich aufgehalten. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin mit dem Schulsystem absolut nicht zufrieden. Ja. Das hatten wir vorhin auch schon gerade unten im Chat, bei Discord, dass, oh, Entschuldigung, da war der Fuß draußen, wa? Muss mich gerade mal irgendwo kratzen. Ich sage aber nicht wo. Dass gar nicht mehr so viel geschrieben wird, dass die alle nur noch irgendwelche Blätter in die Hand gedrückt kriegen, hier und dann 3 Wörter hinschreiben und ja, was wir damals geschrieben haben. Aber okay. Ich glaube, ich werde nichts mehr irgendwie derart. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie was zu lernen. Ich wollte jetzt noch irgendwie einen Ausbilder machen. Aber wenn ich das jetzt sehe, dann würde meine Arbeit irgendwo liegen bleiben. Und da ist es schon alles ein bisschen knapp. Ja, auch in der Verwaltung. Kann es sein. Dann müsste ich mich am Wochenende hinsetzen und lernen. Ach ja, gar keine Lust mehr, dann könnt ihr gar keine Videos so richtig machen. Und dann noch die kleine Tochter, Heike sagt, no way. Und noch eine Stufe höher, in einem anderen Bereich, dass man irgendwo Führungsaufgaben übernimmt, habe ich auch keine. Ich habe keine Ambitionen mehr. Irgendwo ist da in die Luft raus. Mit 40 kann man das schon sagen. Hätte ich vielleicht früher angefangen mit einem Kind oder so, dann wäre es vielleicht noch anders. Aber ja, aber da schlussendlich kann ich nur, um das Thema jetzt abzuschließen. Jeder ist für sein Leben selbst
verantwortlich und kann niemand anderen verantwortlich machen. Aus den gegebenen Mitteln, die man hat, auch wenn man vielleicht nicht die hellste Granate ist, bin ich auch nicht, ja, kann man es so schaffen, dass man einen Job hat. Er muss nicht 5.000, 6.000 Euro rausbringen. Aber es sollte so sein, dass man mit Freuden auf Arbeit geht. Das ist noch viel, viel mehr wert. Außer wenn ihr nur 500 Euro verdient, wo ihr eure Wohnung nicht mal bezahlen könnt. Dann bringt es natürlich auch nichts. Ne? Und dieses Denken, ich mache jetzt YouTube oder Influencer und was weiß ich. Edeltraut ist auch da. Die habe ich schon einen dicken Schmatzer gegeben. Ja, vergesst es. Ja, vergesst es. So. Jetzt könnten wir aber, um das Thema mal abzuschließen, ich versuche ja immer, ein gewissermaßen Bildungsauftrag hier zu hinterlassen. So wie, geht mehr raus, genießt ein bisschen die Natur, die Sonne, das gibt euch Energie, geht früher ins Bett, wenn ihr irgendwo nächsten Tag eine Arbeit schreibt, es ist verdammt wichtig, und lernt, und ja, ihr seid für euer Leben verantwortlich. Versuche ich immer wieder, ja. Ich war aber auch nicht der Musterknabe, ne? Manchmal braucht man auch mal ein bisschen Glück. So, der Nielsen sehe ich auch, der ist da. Florian ist auch am Stüssel. Der Fendt. Und man sieht immer wieder ein paar neue Gesichter, das ist schön. So, wir haben jetzt 125 Kilometer, wir werden jetzt nach Belfast übersetzen und ich denke mal, man könnte dann noch eine Tour von 300 Kilometer ransetzen. Was sagt ihr? Schaffen wir die 150 Daumen? Komm, das schaffen wir dann. Dann wollen wir mal überlegen, wo ich hier lang muss. Aber dann reicht es erstmal mit England fahren, weil das geht gar nicht. Also das ist für mich wirklich... Was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist für mich echt ein bisschen too much, hier so zu fahren. Ich fahre eigentlich so manchmal wie in so einem... Oh, was ist denn jetzt los? So ein Blindflug. Ei, bin ich jetzt komplett gegengeknallt? Warte mal. Ach, der hier umgehauen. Ui. Schön gewundert. Ich komme da vorbei. Was ist denn an der ProMods anders? Sie ist deutlich größer und viel detaillierter, die Karte. Ich kann ja noch mal ganz kurz auf die Karte gehen. Für alle, ne? Also. Hier den ganzen England-Bereich, Irland hat man ja im normalen Spiel nicht. Hier Island nicht. Den Norden von Skandinavien hat man nicht. Hier diese ganzen Going East Sachen sind überarbeitet. Hier der ganze Bereich ist komplett überarbeitet. Hier ist noch eine Insel. Man hat hier Spanien und, und. Man kann aber sagen, gerade hier London ist eine sehr, sehr beeindruckende Stadt. Die Städte sind anders gestaltet, also Großteil der Städte. Und ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Auch hier der Balkan. Aber wer mit der Standardkarte zufrieden ist, der kann auch schön gemütlich mit der Standardkarte viel Spaß haben. So, wir müssen da hinten hin. Ja, dann fahren wir mal hin. Aber ich fahre halt viel oder mache viele Videos. Aber da habe ich ja schon beim letzten Mal was gesagt. Ich muss ein bisschen hier umstrukturieren. Ah, ja, siehst du, Martin war auf jeden Fall grillen heute draußen. Das ist schon mal gut. Ja, 10 Meter, seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ja, wer ein bisschen Erfahrung hat und will ein paar Kollektivleute haben, nicht alleine im Eurotax-Simulator fahren, der kann gerne sich bei der CML melden oder bewerben. So, jetzt habe ich aber irgendwie einen richtigen Filmriss hier, ne? Irgendwas habe ich jetzt hier falsch gemacht. Yes! Christina, danke für dein Abo, dafür ein dreifaches. Und da sage ich einfach mal
Frau Nanny macht. So muss es sein. Ja, es fehlen eigentlich viel zu Mädels hier. Warte mal. Ach, hier ist es. Ah, ja. Jetzt sehe ich. Ja, ich habe ja diese Dinger ausgeschalten, dass man das sieht, ne? Ich habe das einfach. Ah, ja. Also es wird bestimmt irgendwo sein, dass die Promotes-Leute mehr so in den also ich denke mal, können wir ja so mal reden, ne? Das nächste DLC ist das hier, ne? Spanien und natürlich auch Portugal. Wird bestimmt einer von diesen Inseln, kann man bestimmt fahren hier. Das ist ja hier Mallorca, das ist Ibiza und das ist Formentera, ne? Vor allem, ich war mal in Ibiza auf Urlaub. Und ich sag dann zu denen, ich will eine Schiffsreise nach Fuerteventura. Da meinten sie, das ist aber ziemlich weit. Sie meinen bestimmt Formentera, ne? Ah, irgendwie so war das. Ja, so, ja, ihr wisst schon. So, also, dann werden die Promots-Leute natürlich nicht mehr hier rum agieren. Das ist natürlich klar, dass die jetzt hier weiter runtergehen. Also es gibt ja noch dieses Middle East, das werde ich mir irgendwann die nächsten Wochen auch mal runterladen. Hier in der Türkei werden sie auch nicht richtig rum agieren können, weil da schon die türkische Community großartig was macht. Die Russmap ist auch. Also bleibt ja nur noch hier der arabische Raum und hier Afrika. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und hier vielleicht noch irgendwelche Bergpässe und Straßen. Ja, hier oben ist ja auch noch was. Es bleibt nicht mehr so viel übrig. Und wir haben ja immer so mit der Russmap und so, dass das alles so funktioniert. Wie so ein, ja, ich will nicht sagen Abkommen, ja. Die bauen bis hier, man merkt es ja. Und dann kommt alles, was hier Russland ist, ne? Eine separate Map. Ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann irgendwann mal, ja, Richtung. Wir sind in Nordirland. Juhu. Afrika mal gehen, ne? Tja, ein Tipp für einen neuen Anhänger. Also, ich denke, es gibt. Also, mit diesen ganzen Autos, die sie jetzt so großartig angekündigt haben, oder die Autoindustrie, ist für mich, na, nicht zu 100% sicher, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass da so ein Autoauflieger ins Spiel kommt. So wie so ein Krone Auflieger, der ja mit Seitenwänden, ja, ohne Plane, nur mit so einem Seitenwänden, kann ich mir gut vorstellen. Aber sonst sind das alles nur Mutmaßungen. New Donation. Ey, Stefan, haut erstmal. Messer in der Hose. Oh. €2 in die Pfirsichkanne. Jo, danke dir. 2 € für die Frau, wenn sie denn 2 Wochen nach Kroatien fahren. Danke dir. Bester YouTuber. Wer? Wo? Ich kenne ihn nicht. Ach, Chucky ist ja auch da. So, warte mal. Jetzt muss ich hier mal überlegen. Jetzt muss ich hier lang fahren, ne? Oh Gott, oh Gott. Welches Symbol weggeht? Meinst du diese ganzen, wo man tanken geht, diese grünen Symbole? Einfach meine Mods vom Angucken von gestern. Da zeige ich das, wo das ist. Oder auf der CML-Seite gehen, bei Mods. Da hat das Brot die auch nochmal alles reingemacht. Die Mods, die ich hauptsächlich so verwende, die ich auch mal so vorstelle. Weil ich ja meine Mod-Seite nicht mehr aktiv mache, weil andauernd da irgendwie einer was versucht und ach, das geht mir dann tierisch auf den Senkel. Aber so ist es manchmal, ne? Aus die letzten Kilometer. Also, da können wir gleich nochmal über den Werdegang jetzt nochmal reden, wie ich jetzt hier YouTube am besten für euch, für mich natürlich auch, gestalte.
Das machen wir. Das können wir gerne quatschen, wenn ich jetzt meine Ladung abgegeben habe und wir eine neue angenommen haben. Da müsst ihr mich aber. Hashtag Thema YouTube. Ja. Da müsst ihr, wenn ich das wieder vergesse, ihr wisst ja, ich bin in Hohlfrucht. Ich vergesse ja da einiges immer. Müsst ihr mich dann nochmal erinnern. Wir werden uns aber erstmal eine schöne Fracht suchen, wieder nach Schottland. Also werden wir die Straße wieder zurückfahren. Und dann was aufnehmen. Ach, ich eier was rum, wenn ich immer auf den Chat gucke. Himmel, Arsch und Zwirn. Die ganzen Tanksymbole. Also wie gesagt, diese Symbole, das habe ich, wie gesagt, mit den Mod aus dem Steam Workshop. Ja. Genau, Alex, Thema. Genau, so machen wir es. Ne? Thema YouTube oder YT. Dann wissen wir es. Ach so, eine Sache, wenn wir da jetzt schon wegen YouTube, ne? Ich hoffe, wie gesagt, dass der Live-Chat noch irgendwie noch mehr Möglichkeiten euch allen bietet. Auch, dass es ein internes System gibt für Leute, die hier sind, nicht mit dem Bockwürsten. Das ist zum Anfang immer ganz gut, aber wenn ich hier andauernd immer irgendwelche Bockwürste sehe, dann fühle ich mich manchmal... ja, aber es gibt halt nur begrenzte Sachen hier auf YouTube, ne? Dann muss man da halt damit leider leben. Aber bei YouTube habe ich irgendwas gelesen, dass diese Umfrage, dieses Umfragetool irgendwie wegfallen soll. Das wäre für mich persönlich schade. Es soll, glaube ich, nur 0,2% wurde das genutzt und YouTube sagt sich, naja, ist nicht relevant. Das bedeutet, dass Umfragen oder sonstige Sachen, ob es jetzt in den die Umfragen... Ob es die im Community-Bereich auch treffen, wo ich ja gestern eine Umfrage reingemacht habe, oder war es heute? Weiß ich gar nicht. Nee, heute war das, ne? Also, wo es um das Auto geht, was am Fun-Dienstag kommen soll. Kann sein, dass das dann auch wegfliegt, aber definitiv soll das wegfallen, wenn ich zum Beispiel diese Infokarten, die hier oben immer sind, da kann man ja auch Umfragen machen. Die sollen dann definitiv wegfallen, glaube ich, ab Juni, Juli. Finde ich schade. Fand ich immer wieder gut, auch wenn man nur 5 solche Sachen machen kann. Aber man konnte mal so einen gewissen Bereich abgucken, um zu wissen, wo ist denn, wo geht denn die Reise hin? Wo ich zum Beispiel nach einem Spiel gefragt habe, da war New World, Assassin's Creed, Cyberpunk, was war noch? Ach hier, Avengers und noch irgendein Spiel. Auf welches Spiel ihr am meisten Bock hättet hier auf den Kanal? Und komischerweise wolltet ihr New World haben, weil man das als Community zusammenspielen kann. Ja, und so kann ich dann immer so ein bisschen Feedback für mich, für den Kanal immer so raussuchen, ne? Aber okay, wir schauen mal. Kannst die nicht entpacken, dann hat er die wahrscheinlich fehlerhaft runtergeladen. Ja, das gibt manchmal so eine Probleme. Habe ich schon von einigen mal gehört. Dann einfach nochmal probieren, die Datei runterzuladen, wenn die kostenlos runterlädst. Ja. Am besten jede einzeln und einfach gemütlich runterladen. Vielleicht verhaspelt der sich. Sollte eigentlich nicht sein, aber Teufel ist ein Eichhörnchen. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen, weil ich, wie gesagt, ich immer das mit einem Rutsch runterlade. Ob ich den Transporter von MAN schon habe? Also als Mod, meinst du den Crafter? Nee. Hab ich noch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich guck nicht so oft jetzt nach, ob jetzt irgendwelche Mods kommen. Vielleicht morgen früh mal. Wenn irgendwas Schönes ist, dann kommt dann noch ein Video. Aber Mods sind nicht mehr so
Die Präferenz, die obere Präferenz sind Videos und Livestreams vom Euro Truck Simulator, dann News und dann vielleicht irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, zwischen Tür und Angel meinen Mods. Ja, das war mal ein bisschen anders gewesen. Aber mit Mr. John Trucker habt ihr jemand, der hauptsächlich oder großenteils Mods macht, aber ich komme einfach nicht. Ich mache meine Videos unter der Woche und dann habe ich am Wochenende und unter der Woche habe ich keine Zeit, da noch Mods zu machen. Dann will ich lieber, muss ich ehrlich sagen, abends dann mit euch gemütlichen Livestream machen. Habe ich irgendwie mehr Lust dazu. So, warte mal, wir fahren mal jetzt hier langsam rüber. Also sind wir hier in die Firma rein. Jetzt kann ich jetzt hier rinfahren? Ja, ne? Wenn hier eine Lücke ist, kann ich auch hier rinfahren. Ach, mein Döschen hier. Oh. Wäre jetzt fast ins Ohr gegangen. Machen wir mal nicht das ganz schwere Einparken. So, die 150 Daumen haben wir geschafft. Dann könnten wir ja durchaus. Ich gucke erstmal auf das Telefon, ob Frauchen was geschrieben hat. Frauchen hat noch nicht geschrieben. Also ist das Kind noch nicht so hundertprozentig. Ah, ne, tausend Sachen hier offen. So, Telefon hier vorne hinlegen, dass ich sehe, wenn es blinkt. Wo habe ich ihn jetzt eigentlich? Muss ich abladen? Hinten oder was? Gar nicht hingeguckt. So, der eine oder andere macht Feierabend. Ja, wir machen gleich Thema. 150 Zuschauer, 162 Likes. Na, passt doch. Wenn man Mathe aufgepasst hat. Naja, einige sind ja schon wieder weg und gekommen, um zu bleiben. So. Motor aus. Fracht abgeben. Okay. Zufriedenstellend. Naja, ach so, ich hatte ja den Unfall. Der hat ja komplett wieder ausgeblendet. Ja, da war ja mit plus minus null rausgegangen, ne? Okay. Wir wollen wieder zurück nach Schottland, weil heute großes Thema Schottland. Wir sind immer noch in Belfast, wir werden dann quasi hier rübersetzen. Und hier hätten wir eine Fracht, die noch. Gut. Nee, es bleibt nur die. Wir können ja jetzt nicht großartig rumdoktern. Die machen wir jetzt noch. Nach Edinburgh. Edinburgh müsste eigentlich noch. New follower. Yeah. Leidenschaft ist auf jeden Fall der, die Leidenschaft. War das richtig? Habe ich jetzt gar nicht so richtig. Danke für erstmal für dein Abo, mein Freund. Deswegen fahren wir jetzt schön nach Edinburgh und gucken mal, wo wir hin müssen. Auto an. Naja, mal hier schön wenden auf der Hochachse. Gleich die nächste Tour reinmachen. Ach, die ist ja gleich hier, wa? Das müsste ja gleich hier sein. Na, Höller, Waldfee. Na, Groß Mahlzeit. Da ist er. Honig. Man da eigentlich komplett rumfahren? Ich will jetzt. Jetzt parken wir mal richtig ein. Ach nee, ich sitze auf der falschen Seite. Das geht überhaupt nicht. Oh. Da hätte ich ja von der Seite einparken können. Oh, ich Ochse. Nee, mit der. Entladen machen wir richtig, ja. Ach, Oliver, danke. Edinburgh ist die Hauptstadt von Schottland. Edinburgh, ich habe jetzt echt überlegt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen. Mir war das zwar so, aber ich dachte auch, Mann, dieses andere Nest, Mann, wie hieß denn das, Mann, wie hieß denn das nochmal? Glasgow. Ich dachte, Glasgow war das nochmal die Hauptstadt. Edinburgh ist eine bekannte Stadt, aber wenn mich jetzt wer wird Millionär gefragt hätte, Glasgow oder Edinburgh, dann hätte ich Glasgow gesagt. Ohne Scheiß. Naja. Die Speicher, glaube 1,5 Gigabyte, 1,6 hat das, glaube ich. Das ist eigentlich gar nicht so viel.
So, wir fahren dann auf die Autobahn und dann werden wir nochmal YouTube-Geschichtsstunde machen. Werdegang hier nochmal. Vielleicht werde ich das, wenn sich das alles ein bisschen rauskristallisiert, mal ein bisschen mal so nochmal als Thema machen. Aber wisst ihr, was mir richtig Spaß gemacht hat? Diese Ansprache-Video. Ansprache, Ansage, wo ich mich ein bisschen auskotzen habe. Und wenn man dann nachher das Feedback gesehen hat, war das echt schön. Also, kommen wir mal zum Thema YouTube. Ne? Ihr wisst ja alle, was haben wir ja mitgekriegt, großes Ziel hat ja, jeder muss irgendwo im Leben Ziele haben. Ja? Ob es der Abschluss ist, den ersten Kuss oder unfallfrei nach Hause kommen. Keine Ahnung, was. Der Mensch braucht Ziele. Ja. Herausforderungen und die Ziele, auch wenn sie manchmal zu groß sind, habe ich die auch hier auf YouTube. Und wo ich mit YouTube irgendwann mal angefangen habe, vor 6, 7, 8 Jahren, mit meinem alten Kanal, oder mit dem hier, 5 oder 6, ich weiß gar nicht, wann ich den hier gemacht habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr es schon geschrieben habt. Wenn, dann habe ich es wieder nicht gesehen, weil der Chat jetzt schneller ist als ich. Wie ich? Oder als ich? Na, ist egal. Einsetzen. Hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal in den Bereich komme, wo ich sage, ey, die 100.000, die sind auf jeden Fall so, die schafft man schon. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich die ersten 500 Abonnenten hatte. Oder waren es die ersten 100? Die ersten 100, ja. Dann die ersten 500. Das war schon... Danach... Also ich sage mal, die ersten 500 Abonnenten sind die schwersten. Das zieht sich dann sehr, sehr so hin. Ne? Ja, aber... Es ist gut gelaufen. So, dann kommt man natürlich irgendwann mal in diese Idee. Ja, die 100.000, das ist ein großes Ziel. Und das ist es auch. Diesen Play-Button irgendwo ranmacht, obwohl es mich nicht weiterbringt, weil Abonnentenzahlen, das ist so wie ein Auto, was viel PS hat, aber wenn du nur 3 Meter fahren kannst, hast du auch nichts davon. Das, die 3 Meter sind dann quasi die Aufrufzahlen. Was nutzt es mir, wenn ich da mal 100.000 Abonnenten habe und nur 1.000 Leute gucken meine Videos? Das ist nicht gut. Ja, darum ist so Aufrufzahlen ein besserer Indikator wie die Abonnentenzahlen. Aber Abonnentenzahlen stoßen halt so richtig ins Auge. So. 100.000, da will man natürlich irgendwas Besonderes machen und das wird natürlich dann auch Facecam sein. Ich werde das natürlich im Vorfeld auch schon mal probieren mit den Mitgliedern. Ich habe ja über 60 Mitglieder, die mich unterstützen. Das finde ich echt cool. Was für ein Ochse. Was ist denn los? Eine Biene gestochen oder was? Katze über die Straße gelaufen wahrscheinlich. Ja, zum Glück liegt Katzenpauli gemütlich hier. Ja, da werde ich das dann mal testen, ausprobieren, alles, ob das so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. So. So, erstmal rot. Aber ihr wisst ja auch, dass ich vor guten 9 Monaten Vater geworden bin. Und man merkt schon, dass das doch an den Substanzen ein bisschen, ja, zerrt. Es wird natürlich irgendwann mal besser, wenn sie denn länger schläft, früher ins Bett geht, wo man mehr auch Zeit hat und nicht überall hinterher gucken muss, was macht sie jetzt, und das ist schon eine Belastung. Das kann jeder Familienvater irgendwo nachvollziehen, oder überhaupt Eltern. Das ist anstrengend. Wenn man dann auch noch 40 Stunden arbeitet, ist ja nicht so, dass ich aus der Tür rausgehe und dann gleich auf Arbeit bin. Das ist ja, ich fahre ja auch eine knappe Dreiviertelstunde, bis ich dann auf Arbeit bin. Und ja, im Endeffekt ist das alles, versuche ich trotzdem den Content so zu behalten, so zu euch zu unterhalten, aber man muss dann irgendwo Abstriche machen. Ich kann jetzt nicht 100 verschiedene Spiele spielen. Ja,
Und der Rainer. Yay. Ein Unterstützer. Sub 2. Juhu. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn der Sub hier aufleuchtet. Juhu. Hi, Gentlemen. Ich darf Sie nur hereinlassen, wenn Sie Mitglied sind. Wir sind Mitglied. Ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Ich hoffe, das war lustig. Du bist der Erste, wo ich das reingemacht habe mit dem Mitglied. Ich hoffe, man hat das auch gehört. Ich finde es so lustig. Ach, ich mag Bud Spencer und Terence und El Bundy. Ich liebe auch El Bundy. Morgen früh kommt es wieder El Bundy. Muss ich wieder gucken beim Mittag. Frühstücken hier. Ja, wie gesagt, und deswegen muss ich auch, kann ich nicht mehr so zwei, drei Videos so am Tag so einfach so rausknüppeln. Manchmal klappt es, so eine kurzen Dinger, alles gar kein Problem. Aber blub, weg war. hat wahrscheinlich die Miete nicht bezahlt fürs Auto. Die Leihgebühr. Deswegen wird das eher so sein, dass dann mindestens ein Video kommt. Entweder Euro Truck Simulator. Jochen! Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Versteht er sicher nicht. Bitte. Danke dir! Denn. Jochen, Sub 1, Unterstützer. Uiuiui. Darf ich noch mal für euch beten? Danke euch! Meine Fresse! Das läuft wie ein Länderspiel. Das ist geil! Da haben wir nochmal Lob und Anerkennung. Wo müssen wir hin? Aha, hier hin. Und ich würde ja gerne, ja, viele unterschiedliche Spiele bringen. Ja, aber ich habe dann selber für mich gemerkt, ich komme selber für mich schon jahrelang nicht mehr so einfach mal ein Spiel für mich zocken. Einfach mehr für mich. Und da sind ja diese Singleplayer-Games, die ich dann einfach ohne irgendwelche Vorab-Informationen, die Leute, die mich abonniert haben, die Glocke benutzen, die kriegen das. Das sind dann halt die Hardcore-Leute. Das sind halt 30 mal 40 Leute, die dann zugucken. Das sind wirklich die Hardcore-Maximus-Leute, die dann auch sowas mal gucken. Das wird wahrscheinlich morgen wieder so sein. Ich werde vielleicht aber nicht jeden das nicht zweimal schaffen in der Woche. Oh, ich fahre ja falsch. Ach, ich bin ja auf der Insel hier. Verdammt, Axt. Ja, komplett wieder durchsumpft hier mein Kopf. Schlussendlich, Eurotruck Simulator wird es erstmal fünfmal geben die Woche und zwei Livestreams. Mittwoch Livestream und Freitag Livestream. Jetzt war natürlich gestern Männertag. Da kann natürlich sowas auch sein. Nö, 40 ist noch nicht alt. Ich fühle mich auch nicht wie 40. Ich fühle mich so wie 26. Das war eine geile Zeit. Oh ja, wow. Da sah ich noch richtig cool aus. Jetzt ist der Lack ab. Na, egal. Und ja, wie soll ich sagen? Dann kann auch mal am Tag nur ein Video kommen. Wir planen es immer so, dass ich trotzdem mal so ein RTS noch reinhaue. Aber prinzipiell Euro Truck Simulator bleibt hier im Hauptfokus. Es war auch geplant, dass wir zweimal SnowRunner bringen, aber ich bin hier so von Euro Truck Simulator Freunden ja, umgeben, dass wir Montag 20 Uhr den SnowRunner bringen, am Mittwoch Euro Truck Simulator, es geht jetzt nur um live, und am Freitag Euro Truck Simulator live. Ja, das sind dann schon drei Livestreams, die ich so im Hauptschema habe. Alles, was so nebenbei kommt, ist spontan. Die Singleplayer-Dinger mache ich einfach so. Es kann dann nachher dann irgendwann Cyberpunk sein. Da wird auch, wenn es das obergehypteste Spiel ist, dann werden auch nicht mehr als 30 oder 40 Leute bei mir gucken. Ja, weil ich einfach nicht der Kanal dafür bin. Aber ich will auch mal für mich zur Ruhe kommen, einfach sagen, jetzt go! Und wer dabei ist, ist dabei. Ja. Weil gerade nochmal Multiplayer. Multiplayer wird ja dann erst im Juni wieder starten, in der 1.37. Das bedeutet, dass wir auch erstmal im Juni, hier im Mai, Mittwoch und am Freitag Singleplayer-Content hier sehen.
Ich habe aber schon eine Idee, wie ich das am Mittwoch mache. Am Mittwoch nehme ich irgendeinen LKW. Da kann ich ja mal eine Umfrage machen. Und dann nehme ich den. Und am Mittwoch, also einen ganz normalen Standard-LKW aus dem Hauptspiel, kein gemoddeter. Und am Mittwoch, wenn wir unsere Tour gemacht haben, wir uns dann nochmal 10 Minuten hinsetzen, einen gemoddeten LKW zusammenbasteln. Ja, den wir dann am Freitag uns angucken. Weil, wenn der Multiplayer dann wieder funktioniert in der 1.37, wird am Freitag Multiplayer-Zeit sein. Warum nicht am Samstag? Weil Samstag die CML ihre Runden fahren. Da möchte ich jetzt nicht ungern reinrammeln. Das könnte durchaus mal sein, dass wenn wir eine große CML-Tour machen mit anderen Firmen. Das soll ja. Ach, warte mal. Wann war das? War das am 19. Juni? Da ist doch ein großes, wenn alles gut läuft, da kriegen wir einen extra Server, ne? Boti, da war doch was. Im Juni, ja. Und da soll es ein großes Fahrergedöns sein. Aber da gibt es, wenn der Multiplayer wieder funktioniert, ab dem Zeitpunkt werde ich da auch regelmäßig Werbung machen. Aber nur mal so im Hinterkopf, ne? Wie gesagt, ganz genau das Datum, wann der Multiplayer wieder funktioniert, weiß ich nicht. Ihr habt aber immer noch, ihr könnt mich dann gerne, wenn der wieder funktioniert, auf Instagram, Facebook könnt ihr sein lassen, da braucht ihr keine Nachrichten schreiben. Oder auf YouTube, schön oder das letzte Video, was dann gekommen ist, ey, die Multiplayer oder was weiß ich, geht alles. Ja, das wäre auf jeden Fall. Ja. Warum denn auch zwei Livestreams Euro Truck Simulator? Wird sich natürlich keiner fragen, aber ich habe auch einen Hintergedanken daran. Das sind zwei Videos, die ich weniger machen muss. So krass, wie es sich anhört. Ja, das sind nicht sieben Videos. Ich kann ja jetzt nicht. Also für mich ist jetzt nicht die Prämisse, ich setze mich jetzt hin, mache jetzt einfach mal mein LKW an und fahre wochenlang mit dem gleichen LKW. Und fahre dann erst oder holen oder ich bin irgendwo auf dem Rastplatz oder habe einfach zwischendurch. Nee, das ist nicht. Das sind nicht meine Videos. Ja, Facebook nutze ich nur, um die Videos zu posten. Mehr auch nicht. Nicht mein Ding. Ja, wie gesagt, ich will ja immer wieder unterschiedliche LKWs machen. Mit unterschiedlichen Lackierungen. Oh, jetzt muss ich ein bisschen langsamer fahren. Das ist mir aber jetzt. Erinnert mich irgendwie an Forza Horizon. Aber hat Frauchen schon geschrieben? Nee, noch nicht. Gut, wir haben noch 281 Kilometer. Irgendwie erinnert mich das schon ein bisschen so an Forza. Also ein bisschen langsamer ist mir alles so ein bisschen schnell. Ja. Wo war ich jetzt eigentlich schon wieder stehen geblieben? Meine Güte, ey, habe ich Alzheimer? Sollte aufhören mit diesem Blubberwasser zu trinken. So. Ja, und der Nightbot sagt, vergiss bitte nicht, ein Like da zu lassen. Aber es war schön. Ja. Ich will es aber jetzt nicht zu sehr überstrapazieren mit dem Euro Truck Simulator, weil. Dann ist nämlich irgendwann die Luft auch raus bei euch. Ne? Wenn ich jeden Tag einen Livestream mache. Das ist dann auch irgendwann ein bisschen easy peasy. Aber jetzt kommt sowieso erstmal das Sommerloch und viele Leute werden in Urlaub gehen. Ah. Dann bin ich ja sowieso erstmal gespannt, wie das überhaupt abläuft. Man merkt dann schon, dass jetzt wieder mehr Leute in die Schule gehen. So, sieht das nicht schön aus mit den Blümchen hier? Heieieiei. Heute habe ich meiner Kleinen oben ein bisschen ein paar Blumen gezeigt. Die hat sie erstmal komplett weggeruppt. Ohne Sinn und Verstand. Erstmal alles, die Blüten abgeruppt. Ich so braves Mädchen. Dann sind wir heute eine schöne Runde gelaufen. Mutti wollte sich fertig machen, wollte mal ihre Ruhe haben. Dann hat gesagt, okay. Natürlich mit Aufforderung,
Nimm die Kleine in den Wagen und fahr mit ihr. Da bin ich schön zu den Kühen hingefahren. Och, da hat die schön geguckt. Die Muche, ne? Wenn sie draußen schön auf der Wiese rum... Moon mit ihren kleinen Kälbern. Na, sieht schon putzig aus. Gefällt mir. Da kriege ich wieder richtig Bock, so richtig schön Landwirtschaftssimulator zu spielen, aber... nicht so, wie der Multiplayer jetzt gerade so funktioniert. Aber... Es soll ja dieses Jahr ein paar, ich sage mal, zwei Spiele rauskommen, die sehr interessant sind für Multiplayer. Simulationsmäßig. Das eine wäre... Oh, was wären das jetzt nochmal? Ah, was wären das jetzt nochmal? Oh Gottchen, jetzt seid ihr schon wieder komplett vergessen. Achso, Notruf 1, Notruf 2. Es soll ja angeblich ohne irgendwelche Ladezeiten sein, dass die Leute einfach so rein... Oder besser gesagt, dass die Leute einfach so reinjoinen können. Das könnte ich mir als richtig gutes Projekt vorstellen. Dass, ich dann mit den üblichen Verdächtigen wahrscheinlich ein Feuer bekämpfen und dann durch den Chat ihr dazukommen könnt. Ja, wenn das funktioniert, super. Hätte ich voll Bock drauf. Da werden zum Anfang auch ein paar Videos kommen und dann darum werde ich auch nicht großteil jetzt noch Videos von SnowRunner bringen, ja. Weil das kann ich mir auch... Ja... Das dauert einfach viel zu lange und die Vorbereitungszeit habe ich einfach nicht, mich da stundenlang hinzusetzen, um dann irgendwo einen passenden LKW und dann die Fracht zu holen und das muss ich alles machen. Das ist ein Multiplayer-Projekt. Reicht der denn noch zu? Und dann vielleicht mal irgendwelche Mods, aber die Mods, die bis jetzt da sind, gefallen mir alle noch nicht so. Sind alle noch nicht so eine richtigen Brecher. So wie ich. Uiuiuiui. Gab's gleich einen kleinen Ruckler. Oh. Oh, dann mal hier hoch. Notruf 112, genau. Also der zweite Teil. 2 Wochen, September. Ja, es kommt dann noch irgendein Spiel. Ich geh mal kurz aufs Klo. Nimm's Handy mit. Also, ich habe keine Xbox, ich habe keine PlayStation. Ich bin PC-only. Und ich hatte damals mal eine PlayStation 1. War total zufrieden. Aber zu 85% gibt es die Spiele irgendwann mal für den PC. Und selbst Sony ist jetzt mittlerweile so, dass die ihre etablierte Plattform langsam so auch oft gewisse Spiele auf den PC bringen. Ja. Vielleicht nicht ihre... Boah, jetzt hänge ich hier. Ihre Top 10 Titel sofort und später irgendwann, aber irgendwann... gibt es eine andere Technik und da wird man nicht mehr eine PlayStation und Xbox mehr brauchen, weil es alles übers Netz so läuft. So wie der Stadia jetzt, ja. Und irgendwann kommt das auch von... Ob da nochmal eine PlayStation 6, 7, 8 noch dazwischen kommt, aber irgendwann braucht man dieses Gerät nicht mehr. Das ist alles im Fernsehen drin und du buchst einfach nur die Zeit oder machst eine Flat und dann kannst du loslegen. Ja. So denke ich. Weil früher noch diese Aussage, naja, man hat ja einen DVD-Brenner oder einen Blu-ray-Brenner. Ey, ganz ehrlich, wer benutzt denn sowas noch? Also ich kenne niemanden, der sich noch eine CD oder DVD anguckt oder irgendwelchen anderen Schrott. Ja, ich bin damals gerne immer zur Videothek gegangen, habe mir dann für 1 Euro oder jene Mark oder was weiß ich, ein Film ausgeliehen und dann hast du gesagt, ah ja, dann bringst du den Abend dann nochmal weg. Da hast du nur 1 Euro bezahlt. Hast du nie gemacht, hast du den nächsten da weg, musstest dann noch 1 bezahlen. Aber wie gesagt, man hat doch heutzutage alles.
Ja, und ich habe sowieso kaum Zeit, so richtig Filme anzugucken. Obix, was ist das denn? Ach nee, Sebas, das wollte ich noch sagen. Das kann man ja auch im Multiplayer spielen. Das könnte durchaus auch interessant sein. Bei Lotus, was bin ich eigentlich noch ein bisschen so enttäuscht. Naja. Aber wir warten auch da mal ab. Ich krieg bei Lotus nicht hin, mein Lenkrad so einzustellen, dass ich mit dem Bus fahren kann. Also das irgendwie bin ich zu dämlich dafür. Naja. Wer soll's? Was soll's? So, 155 Kilometer noch. Frauchen hat geschrieben. Oh, da muss ich jetzt sagen. Ja, Frauchen hat geschrieben, oder? Nee, Instagram. Ja, bei Instagram kommen ja auch mal ganz schön viele Nachrichten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wer bei Lost Places? Sind das nicht so eine alten Gebäude? Wer bei Instagram schreibt, tolles Video, ich habe eine Frage, dann ist bei mir vorbei. Der Lord ist auch da, sehe ich gerade. Ja. Oh. Ich sag einfach mal duschbar. So, ausgetrunken. Wir werden dann jetzt verlassene Orte. Genau, verlassene Orte. Wie gibt's da ein Spiel oder was? Was ist denn das für ein Hirnochse hier? Hier, pass auf, den hupen wir mal an. Ah, seid ihr dann wieder wach, könnt ihr wieder die Nacht durchmachen. Was macht ihr denn jetzt eigentlich noch? Schickes Interieur, ja. Ups. Ich fand das mit dem Orange hier, sah mal ganz interessant aus. Meine andere Farbe, auch den Bordcomputer habe ich mal einen anderen, auch aus dem Steam Workshop. Hier. Mit Blau hinterlegt. Da mache ich mir damals auch diesen Passat dann gegenüber den Audi geholt, weil er blaues Licht hatte. Was macht blaues Licht? Was macht blaues Licht? Es leuchtet blau. Ja, so ist es. Es wird Zeit, dass ich jetzt langsam Feierabend mache. Ah, 10 Jahre alt, Martin. Das ist schon... 650er sollte eigentlich noch für einen Euro-Truck-Simulator reichen, aber meine Aufrüstung. Cool, was ist mein Note? Man merkt dann schon, ich will zum Beispiel nicht nur immer Euro-Truck-Simulator spielen, ja? Blaues Licht macht glücklich, DP, da hast du auf jeden Fall recht. Und. Ja. Also den PC, den ich hier drinne habe, das hat mir schon viel gekostet. Vor allem konnte ich dann nicht mehr meinen alten Monitor anschließen. Ja, schon. Die Polizei hat auch blaues Licht. Da hast du natürlich recht. Genau. Ja. Ja, wie gesagt. Dann konnte ich mir noch einen Monitor kaufen und dann hat das ganz schön wehgetan im Portemonnaie. Aber ich denke mal, mit den gegebenen Mitteln ist eigentlich die Qualität, Chris, ja, ganz gut. Und die Feuerwehr, was? Die Feuerwehr löscht Feuer am Meer. So, komm. Jetzt fahren wir hier ab. Die letzten Kilometer sind auf jeden Fall jetzt hier am Start. Und dann müssen wir Feierabend machen. Achso, ich fahre ja schon wieder falsch, weil ich bin ja hier in England. Meine Güte. Blaues Licht macht Augen kaputt. Ja, gut. Das, wenn man es richtig so dolle ins Auge, also so ein Laserlicht, blau,
Das ist dann, denke ich mal, auch nicht gut. Nee, da hast du recht. Aber das macht man ja auch nicht, irgendjemand in die Augen leuchten. Vor allem solche Leute, ja, die Flugzeuge mit ihren aus dem Internet, Darknet wahrscheinlich noch, erworbenen Laserpointern und dann auf Flugzeuge anleuchten. Ich verstehe nicht, wie doof solche Idioten sind. Ich gebe bei mir in die Hohlfrucht nicht rein. Also so wenig Menschenverstand. Da sitzen 200, 300 Leute im Flieger, wollen in den Urlaub fliegen oder sind gerade wiedergekommen. Und dann versucht jemand da aus Jux und Dallerei, ich bin ja cool, da rumzuleuchten. Kann ich nicht nachvollziehen. Die Leute sind einfach sau doof. Ja, also, dass man als kleiner People mit 14, 15, 16 mal immer ein bisschen so Blödsinn macht. Aber selbst das, wenn du ein bisschen, wir haben auch auf die LKWs im Winter hinter so einem Schneehaufen gesessen und haben mit immer Schneebällen immer drauf gehauen. Schmissen auf die Plane, ja. Das haben die gar nicht mitgekriegt. Ja. So was hat man auch gemacht. Ein paar andere Sachen will ich aber jetzt nicht erzählen. aber sowas, das ist no way, das geht nicht gar nicht. Hat der Kaffee geschmeckt? Also, ach so, hier vorne den Kaffee. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe schon lange keinen Kaffee mehr bei der Fahrt getrunken, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das ist. Kann ja dann nicht immer Krach machen in der Bude, ne? da wird die kleine Ratte wieder wach. So. Ey, ich glaube, ich werde jetzt mal den LKW weiter hier mal überholen. Ach ne, da vorne ist noch so ein. Ach, wir müssen sowieso rüber. Wo fahren die jetzt ab? Nicht, dass er jetzt noch rüberzieht. Wir hauen jetzt ab. Ei, gucke an. So, wir haben noch 35 Kilometer. Wir werden noch mal richtig einparken. Und dann ist Ende im Gelände. Hat jetzt Frauchen geschrieben. Handy leuchtet immer. Aber dann kriegt ihr aber nur irgendwelche Nachrichten hier. Ach ja. Mir tut der Rücken weh, muss ich euch ehrlich mal sagen. Wenn du mit der Kleinen, wenn die immer laufen will, hält sie ja immer so fest. Und dann musst du dich so weit nach unten beugen. Und dann tut ihr irgendwie. Yes! Tim TV! Danke für dein Follow! Dafür ein dreifaches. Schön! 2 Subs und glaube 3, 4, 5 neue Abonnenten. Ich weiß, manchmal zeigt er die auch nicht an. Also Claudia möchte einen Heist mitmachen. Er ist auch ziemlich heiß. Auf LKW oder auf den Trailer springen? ja. In gewissen Alter macht man manchmal ein bisschen Blödsinn. Ach, hier, guck mal hier, SCS Software habe ich hier hinten drauf auf dem Lappen. Ich dachte, ich habe noch Mercedes oben oder so. Wollte den Scania machen. Guck mal, was ist der Maximus? Pass auf, machen wir jetzt ganz anders. Was ist der Maximus? Was ist er? Cool, Javier, danke für den Euro. Super ist er. Was fährt er? Super. Aber, nur noch. Ja. Oder geht er mir das Messer in der Hose? Ist das ein Hammer? Danke dir für die Spende. Dün, dün, dün. 1 Euro. Und das geht in die Spardose für Frauchen. Super, super. Ja, genau. Oh, was brauche ich für die Pro-Mods? Alle Karten, die jetzt. Scheiße, jetzt eigentlich auf ihn passt. Ja, weil ich wieder helfen wollte hier. Also hier, die Karten, die jetzt brauchst du auf jeden Fall.
Steht aber alles in die, in der, und wenn du denn noch diese Schwertransport-Sachen machst, dann brauchst du auf jeden Fall noch diese Spezialtransport-DLC. Ja. Glaube, das so war es, ja. So. Also, zum grünen Abschluss werden wir jetzt gleich nochmal mit dem LKW einparken. Und dann bin ich auch erstmal durch mit dieser Karte. Oder besser gesagt, mit dieser Karte, mit diesem Links-Rechts-Verkehr hier. Uiuiui. Maximus müde. Ja. Oh, ich muss aber erstmal wenden hier. Bis auf die andere Seite. So. So. Warnblinkanlage an. Scheibe. Oh, falsche Scheibe. Oh, das kriege ich jetzt. Ey, das krieg ich doch nicht hin, Mensch. Kannst mir auf Instagram nicht mehr folgen? Echt? Wieso das nicht? Also ich weiß, ich habe eben, wie gesagt, von Instagram und sowas alles, ich habe da immer keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich auch ein richtiger Noob. Warte mal, ich muss erstmal. Weil. Warte mal, ich werde mal. Mensch, diese Anzeige. So. Ich muss jetzt ein bisschen Concentration Celebration machen. So. Oh, zu doll. Öffnen, schließen, öffnen, schließen, öffnen, schließen. Ah ja. Ja, ja, Booty. Donner wolltest du jetzt machen, um mich wieder aus Konzept zu bringen, wa? Na, nicht mit mir, mein Freund Blase. So, Feststellbremse ist drin. Erst die Scheibe hoch. Ah. Und jetzt den Motor aus. Ah, Lenkrad. Mittelstellung. Wir gucken uns den LKW noch von außen an. Schönes Gefährt. Vielleicht kommt nächste Woche nochmal eine R-Version. Aber es ging eigentlich ganz gut mit den Rückwärtsfahren. Also das ist auf jeden Fall ein Feature, was ich auch auf jeden Fall feiern würde, wenn man hier das Lenkrad nach vorne klappen könnte. Nicht wahr, Edeltraut? Jetzt haben wir endlich Zeit für uns beide. Ach, Katzenbau ist auch da. Naja, der kennt sich anders. So, Ladung abgeben. Okay. So, dann haben wir mal wieder eine schöne Runde gedreht. Und wie gesagt, wenn ich morgen Zeit habe, wenn das Wetter gut ist, dann werden wir morgen nochmal grillen und dann mache ich vielleicht morgen nochmal einen Livestream. Guckt einfach immer mal auf mein YouTube Live-Dings da oder Chris Maximus Games-Live. Da sieht man vielleicht schon im Vorfeld, wenn ich da die Thumbnail geändert habe, dass da eventuell was kommt. Nur mal so als kleine Info. Warum ist Afrika bei Pro-Mods? Wie was Afrika bei Pro-Mods? Wo ist denn Afrika hier bei Pro-Mods? Was ist denn hier Afrika? Meinst du das Middle East-Ding Add-on oder was? Oder ist hier noch irgendwas? Hier ist doch nicht Alex Afrika. Bist da. Also, ihr müsst immer davon ausgehen, hier werden sie nicht weitermachen, die Pro-Mods, Leute, weil. Hat alles keinen Nährwert. Ja. Die müssen ja sowieso dann alles wieder hier überarbeiten und stilllegen. Das bringt alles keine Punkte. Ja. Deswegen wird man sich vielleicht da ein bisschen ausbreiten.
So, PS4-Gamer. Ah, hi. Jetzt, wo ich aufhöre, kommst du. Na, aber sowas, ey. Beim YouTuber hast du mal Afrika gesehen? Ah, da hat er bestimmt noch andere Karten noch dazu. Man kann die Pomods mit mehreren anderen Karten verbinden und dann läuft das auch, ja, mit Russland, Steppe, irgendwie Afrika und alles, alles. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen, wie man das Spiel noch interessanter macht. Aber weil ich immer mit vielen unterschiedlichen Mods und bei mir muss es laufen, ich kann da nicht stundenlang immer rum experimentieren. Dann mache ich nur meine Pro-Mods und dann vielleicht irgendwann mal eine separate. Wie das mit anderen Sachen funktioniert, mit anderen Karten, da gibt es einige Kanäle, die machen es ganz gut. Muss vielleicht manchmal nicht deutschsprachig sein. Guckt euch das einfach mal an. Aber ich hab da selber keine Ahnung. So. Welchen Hintergrund? Den Hintergrund, das ist hier im Spiel. Da musste man, glaube ich, irgendwie mal einen World of Trucks Auftrag machen. Ich glaube, irgendwie sowas war das der Hintergrund. Weiß ich aber auch nicht mehr. So, aber jetzt ist Feierabend, weil sonst kriege ich von der oberen Führung richtig eins hinter die Binde. Und wie gesagt, vielleicht bin ich morgen nochmal live mit einem anderen Spiel, ja? Ich mache jetzt einen Fisch. Vielen Dank für die neuen Subscriber und die neuen Abonnenten und natürlich für die Spenden. Sehen uns morgen. Ich mache einen Fisch. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.